Tag 3 hier im Allgäu. Heute sind wir in Füssen bei Schloss Neuschwanstein, wie man unschwer erkennen kann. Und wir stehen hier auf dem Parkplatz der Tegelbergbahn. Und da fahren wir gleich auch erstmal hoch mit der Tegelbergbahn. Na, bis da. Und dann geht's quasi hier runter zu Fuß bis zum Schloss. Und dann zurück zum Auto. Ja, und dann haben wir für heute, glaube ich, auch ganz gut was geschafft. Wir sind jetzt oben an der Bergstation angekommen und laufen jetzt ein bisschen am Kamm entlang Richtung Neuschwanstein runter. Der Weg ist stellenweise ganz schön matschig und ist dann nur noch so Restschneefelder übrig geblieben. Also man muss ganz schön aufpassen, dass man hier nicht ausrutscht, aber es geht. Also es ist eigentlich relativ breit, sodass es zu keiner Zeit wirklich gefährlich ist. Geil, wenn man hier Ende Mai noch durch den Schnee stiefeln kann. Bei 12 Grad Außentemperatur ist richtig cool. With the ground beneath your feet, with a whisper in the trees. Do you feel us watching? Die warten alle, dass sie auf die Marienbrücke kommen. So, wir sind jetzt hier angekommen in Neuschwanstein. Wie man sieht, ist ganz schön was los. Aber wenn man bedenken würde, dass die ganzen Asiaten, die jetzt Corona-bedingt nicht kommen können, auch noch hier wären, kann man eigentlich sagen, geht's ja eigentlich auch noch. Was total schräg ist an dem Schloss, das ist, dass das von Weitem wirklich ja echt beeindruckend aussieht. Und je näher man rankommt, desto mehr verliert es irgendwie seine Wirkung. Und keine Ahnung, woran das liegt. Wahrscheinlich, weil es wirklich so neu renoviert ist, dass es irgendwie gar keinen Charakter mehr hat. Wenn man direkt davor steht, sieht es aus wie so ein Disney-Schloss. Was eigentlich dann auch gar nicht mehr so cool ist. Also tatsächlich vom Weiten fast beeindruckender als vom Nahen. Fast geschafft. Wir sind gleich wieder zurück beim Ausgangspunkt, nämlich der Talstation von der Tegelbergbahn. Und ja, die Route hat jetzt von oben, von der Bergstation bis hier waren es ungefähr 12 Kilometer. Und so nach 9 Kilometern kommt man direkt beim Schloss raus. Und ja, die letzten 3 Kilometer sind halt ein bisschen langweilig, weil es dann einfach nur noch vom Schloss zurückgeht durch den Ort zum Parkplatz. Insgesamt hat es sich auf jeden Fall gelohnt, weil das eine total schöne Wanderung war. So die ersten 3 Kilometer von der Bergstation aus waren sehr
alpin und technisch. Und danach ging es dann so durch Wälder und breitere Forstwege zurück, genau bis zum Schloss. Das haben wir uns angeguckt. Ja, und jetzt geht es halt wieder zurück. Und das war's. Genau. Und das ist auch gleichzeitig das Ende unserer dreitägigen Reise. Morgen fahren wir wieder nach Hause. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Also, macht's gut. Ciao. When I back in town, know what we're doing. Things are about to change, it's evolution. Voices shake the ground, you feel it moving. We're the revolution.